So Leute, ich hoffe, ihr könnt mich hören und sehen. Mal jetzt ein Video nicht aus dem Hallenbad, sondern bei mir aus dem Wohnzimmer. Und ich halte hier jetzt in der Hand den Ameo Power Breather. Und erstmal vielen Dank an die an die Firma Ameo und an Steffen Deibler, der mir das Ganze eingefädelt hat, dass ich jetzt hier ein kostenloses Testgerät zugeschickt bekommen habe. Und ich will jetzt für euch einmal das Produkt vorstellen und werde natürlich auch eine Bewertung abgeben. Ich habe das Ding jetzt seit ungefähr 3 Wochen im Einsatz. Ich habe mir auch bewusst Zeit gelassen, um das Gerät zu testen, um auch wirklich mal eine Weile damit geschwommen zu sein, dass ich auch wirklich eine eigene Meinung entwickeln kann, weil natürlich ist das Ding ein bisschen teuer als ein gewöhnlicher Schnorchel, hat aber auch in gewisser Weise seine Rechtfertigung. Aber deshalb habe ich mir Zeit gelassen, um wirklich zu schauen, lohnt sich ein Kauf oder lohnt es sich nicht. Geliefert. Erstmal wird das Ganze in so einer schönen Tasche, wenn man das Ganze dann aufmacht. Das ja, jetzt muss ich schauen, dass nicht alles rausfällt. Dann ist das alles ganz hübsch verpackt. Und ich glaube, das sah auch ursprünglich ein bisschen schöner aus. Ich habe das ja jetzt nur für euch nochmal hier reingelegt. Bestehend, also ich habe jetzt hier die Lab Edition. Es gibt einmal die Sport Edition, das ist die billigste für 89 Euro. Danach die Lab Edition für, glaube ich, 99. Kommt natürlich jeweils noch Versand obendrauf und dann die Wave Edition für 124, glaube ich, waren es. Genau, und genau, also in jeder Ausstattung hat man erstmal den Power Breather selber mit dabei und diese zwei Speedvents. Die gibt es einmal in Kurzversion und in Langversion, werde ich aber nachher noch drauf eingehen. Ich habe die Lab Edition, da sind dann noch verschiedene Aufsätze drauf, die ich euch gleich vorstellen werde. Genau, also erstmal, also das Unboxing von dem Power Breather. Was fällt mir als erstes auf? Ich halte es einmal für euch in die Kamera. Genau, also zum größten Teil besteht das Ding aus Plastik. Also erstmal kein Hexenwerk an sich. Dann hat das hier einen schönen, bequemen Gummimundstück. Und hier hinten, das erinnert stark an einen Fahrradhelm. Stufenlos verstellbar zum Auf- und Zudrehen. Das Ganze kann man hier dann noch erweitern, je nach Kopfform oder verkleinern. Und genau, man kann hier überall auch verstellen. Man kann zum Beispiel, wenn man jetzt gerade geschwommen ist und mal irgendwie frei sprechen möchte, kann man dieses Teil nach oben klappen. Und genau, da hat man hier noch eine Kappe drauf, die kann man auch wegmachen. Dann sieht man hier so ein kleines Gummiteil, das nennt sich Membran. Und das ist jetzt eigentlich die größte Innovation oder der Unterschied gegenüber einem normalen Schnorchel. Denn dadurch, dass hier unten dieses Ventil ist, bekommt ihr immer frische Luft rein durch beide Seiten und tut die abgeatmete Luft nach unten ausatmen. Und nicht wie gewöhnlich wieder zurück. Das heißt, ihr habt permanent beim Atmen Frischluft und habt nie die CO2 hohe, also den hohen CO2-Gehalt, wenn ihr abatmet und dann wieder neu atmet. So habt ihr immer die beste Frischluft. Und das ist eigentlich der größte Effekt oder der größte Unterschied gegenüber einem normalen Schnorchel. Hinzu kommt, dass diese Membran oder diese Gummilamellen, die übrigens auch noch hier in diesen Speedvents drin stecken, einen Widerstand bieten. Ich mache jetzt das Ganze mal drauf. Also wie gesagt, ganz einfach. Man steckt das einfach hier zusammen auf beiden Seiten. Und so wären wir quasi auch schon in der Version, wie er in der Sportversion verfügbar ist. Was bei mir jetzt dann noch hinzukommt, sind verschiedene Kappen. Zwei von denen hier. Die heißen Flip Caps. Und dann habe ich hier noch eine Blind Cap. Komme ich gleich dazu. Also mit den Flip Caps. Und die Blind Caps, die werden sowohl in der Lab Edition als auch in der Wave Edition geliefert. Und der Vorteil gegenüber jetzt der normalen Sportedition ist, mit den Dingern kann man wirklich Rollwänden machen. Und ohne diese Teile wird es auch echt schwer, sich nicht zu verschlucken. Und deshalb würde ich auch jedem ans Herz legen, wenn ihr eine Rollwende im Training machen wollt, bestellt die Dinger mit. Also nehmt gleich die Wave oder die Lab Edition. Bei der Wave Edition, Wave von Welle natürlich, sind diese Dinger einfach wesentlich länger nochmal ein Stück.
dass man eben auch im Freiwasser, wo eben ein bisschen Wellengang herrscht, damit schwimmen kann. So viel erstmal zum Aussehen an sich und zu den Einzelteilen jetzt. Genau. Von der Handhabung, es lohnt sich auf jeden Fall, die Gebrauchsanweisung mal zu lesen, denn bevor man das erste Mal ins Wasser geht, muss man wirklich erstmal das Teil aufsetzen. Das funktioniert eigentlich ganz einfach. Man schraubt hier auf, also zuerst mal stellt man hier passende Größe an, je nachdem nach Kopfform, dann legt man das Ding an. Genauso und dreht zu. Aufschrauben und abnehmen. Ganz einfach. Jetzt ein wesentlich anderer Vorteil, ein weiterer Vorteil gegenüber einem normalen Schnorchel ist, dass er wirklich sehr, sehr bequem, das hat mich überrascht. Also das Mundstück ist sehr bequem und dadurch, dass man jetzt nicht mehr hier so einen Druck auf dem Kopf hat von dem normalen Schnorchel, sondern wirklich das am Hinterkopf festmacht, es ist wirklich bequem, es drückt nirgends und da wirklich Pluspunkt an die Entwicklung, wirklich gut gemacht, sinnvoll gemacht. Und genau dazu aber, was auch in dem Benutzerhandbuch drinsteht, also wirklich, ich empfehle es nochmal jedem, lest es, denn da steht jetzt zum Beispiel so Sachen drin wie, ja, wenn man eine Badekappe aufsetzt, dann hält der Schnorchel natürlich besser. Klar, wenn man das Ding zudreht, dann kann sich das natürlich in dem Gummi von der Badekappe besser einklemmen und hat natürlich mehr Halt als auf den Haaren. Und ich habe es auch wirklich gemerkt, wenn ich, also je nach Kopfform halt, wenn ich das Ding ohne Schnorchel, ohne Badekappe anhatte, ist mir irgendwann dann runtergerutscht, früher oder später. Mit der Badekappe hält es einfach. Wichtig dabei, Badekappe und Brille im Vorfeld anziehen, dann den Schnorchel drüber, den Powerbreather. Und genau, nächstes Thema, Rollwände. Da haben wir jetzt quasi noch den zusätzlichen Aufsatz, nämlich diese Blind Cap, die komplett zu ist. Und die muss man jetzt natürlich immer auf eine Seite drauf machen, je nachdem. Also die Rollwände wird ja meistens von den fortgeschrittenen Schwimmern seitlich ausgeführt. Deshalb wird die dann auf die jeweilige Seite gemacht. Das müsst ihr für euch in der Beschreibung rauslesen. Und zwar immer der unteren Seite, auf die man die Rolle ausführt. Dass natürlich von unten kein Wasser reinkommen kann. Und genau, nächstes Thema wäre ein Tipp zum Ausführen der Rollwände. Wenn ihr euch entschließt, das Ding zu kaufen für Rollwänden, was ich euch auch empfehlen würde, und da muss man jetzt was beachten. Bei einem gewöhnlichen Schnorchel ist man es gewohnt, dass man eigentlich, wenn man auftaucht, mit einer Pressatmung das komplette Wasser rausbläst, dass man wieder den Schnorchel frei hat. Beim Powerbreather ist es ein bisschen anders. Und zwar soll man erst langsam ausatmen, wenn man wieder in Bauchlage sich befindet. Und dann muss man aber auch so lange kontinuierlich ausatmen, bis man an der Wasseroberfläche ist und schon im Schwimmen ist. Ansonsten kann es sehr gut sein, dass man noch ein bisschen Wasser, das sich halt während der Rollwende auch ein bisschen ansammelt, eben verschluckt, weil gegenüber einem normalen Schnorchel ist es jetzt hier nicht möglich, per Pressatmung alles Wasser auf einmal auszuatmen. Und das macht das Schwimmen mit dem Powerbreather in meinen Augen auch relativ anspruchsvoll. Also so gesehen, in der Beschreibung steht auch drin, für Anfänger ist das Ding eher ungeeignet und ich würde es auch den Anfängern unter euch nicht empfehlen, wenn ihr mehr als eine Bahn am Stück schwimmen wollt, dieses Ding zu kaufen. Wenn ihr natürlich jetzt immer eine Bahn schwimmt, eine Pause macht, keine Rollwänden, dann sieht das Ganze wieder anders aus. Dann kann man natürlich auch als Anfänger mit dem Powerbreather schwimmen. Aber habt ihr wirklich vor, am Stück zu schwimmen mit Rollwänden, dann müsst ihr erstmal vor der Atmung sehr, sehr tief einatmen, über die Rollwände hinweg die Luft anhalten und dann eben so lange ausatmen, bis ihr wieder oben seid. Einzug gemacht habt und erst dann könnt ihr einatmen und hundertprozentig sicher sein, dass ihr kein Wasser einatmet. Dadurch, dass das natürlich sehr anspruchsvoll ist, sehr anstrengend, das geht auf die Pumpe,
Hinzu kommt, dass ihr durch diese Gummilamelle, diese Membran, die ihr habt, habt ihr natürlich einen erhöhten Atemwiderstand. Das ist der nächste Punkt. Ihr trainiert eure Atemmuskulatur natürlich mehr als ohne Schnorchel. Und das finde ich eigentlich ganz cool, weil das natürlich auch ein gutes Training eben zum einen für die Atemmuskulatur, aber auch für das Lungenvolumen. Also ich bin mir sicher, dass durch kontinuierliches Training mit dem Schnorchel, dass man so das Lungenvolumen erweitern kann, auch das Herzminutenvolumen und das so dann natürlich auch im Leistungssport einen Effekt haben kann. Und also ich muss sagen, ich setze das Teil regelmäßig ein, weil ich finde es nach wie vor anstrengend. Ich habe also wenn ich echt mal 400 oder 800 Meter am Stück schwimme, dann muss ich echt mich drauf konzentrieren, dass ich das durchhalten kann. Und natürlich leidet am Anfang die Wasserlage und eure Technik schon darunter, denn ihr habt durch die Anstrengung in der Atmung habt ihr natürlich erstmal Koordinationsprobleme. Das macht einfach das Schwimmen anstrengender. Ihr habt natürlich auch mehr Widerstand, das ist klar. Diese Dinger lösen sich natürlich nicht in Luftform, auch wenn sie natürlich sehr aerodynamisch und möglichst widerstandsarm gebaut wurden, bietet es natürlich trotzdem einen Widerstand. Und das macht natürlich schon am Anfang einen extremen Unterschied. Also ihr werdet wesentlich langsamer. Lasst euch davon aber nicht irritieren. Also am Anfang habe ich auch gedacht, auch weil ich mich an der Rollwende eben verschluckt habe, deshalb in der Beschreibung, in der Erklärung, die mitgeliefert wird, steht auch wirklich drin, wie müsst ihr die Rollwende ausführen, dass es eben klappt. Liest es durch, verliert nicht die Nerven am Anfang. Ich wollte das Teil schon wegschmeißen am Anfang, aber mittlerweile klappt's. Das Gleiche habe ich auch vom Steffen gehört und er hat mir dann auch gesagt, ja, du musst einfach die Atmung so lange rauszögern, bis du wieder an der Wasseroberfläche bist und dann klappt das auch. Und auch er hat mir gesagt, er wird ungefähr auf 100 Meter 5 Sekunden langsamer, weil das Teil einfach einen Widerstand hat, weil die Atmung anstrengender wird und weil dann die Technik erstmal ein bisschen drunter leidet. Wenn man das Ganze aber durchzieht, dann hat das Ganze natürlich wieder einen positiven Effekt. So, ich denke mal, ich habe das meiste dazu genannt. Wie gesagt, natürlich ist das Ding kein Schnäppchen für den Preis, den ich genannt habe. Aber ja, machen wir doch mal ein Fazit. Also ich werde euch auch noch ein Video vorstellen, wie ich das Teil im Wasser anziehe. Es lässt sich natürlich nicht fürs Rückenschwimmen einsetzen, das ist klar. Aber für Brust, Delfin und Kraul kann man es eigentlich echt gut einsetzen. Fürs Beine schwimmen, fürs Arme schwimmen, für Techniktraining ist eigentlich universell einsetzbar. Ihr braucht ein bisschen, bis ihr den Dreh raus habt mit dem Teil, ganz klar. Wenn das Mundstück jemandem unbequem sein soll, dann kann man einfach mal nach oben oder nach unten verstellen oder eben ein bisschen anpassen, Feinjustierung. Das müsst ihr selber für euch rausfinden. Und also, was kann ich dazu sagen? Verarbeitung, klar, also es ist Plastik und Gummi das Größte, also hauptsächlich. So gesehen sind natürlich die Materialkosten rechtfertigen nicht den Anschaffungspreis. Was mich beeindruckt hat, ist wirklich, er ist extrem bequem. Und jetzt fehlt mir gerade nur das Wort dafür. Also es ist wirklich ein Luxus, mit ihm zu schwimmen gegenüber einem normalen Schnorchel. Es ist anstrengender, also der Effekt ist im Nachhinein größer als bei einem normalen Schnorchel. Und darin liegt in meinen Augen auch die Rechtfertigung des Anschaffungspreises. Es gibt einfach nichts Vergleichbares momentan auf dem Markt. Die Membranen, die Gummilamellen, die da drin sind, sind einzigartig. Ihr habt ein Atemmuskulaturtraining, das es so in der Form noch nie gab, mit einem Schnorchel. Und einfach, ja, nochmal der Luxus. Es ist sehr bequem, mit dem zu schwimmen. Und so gesehen, das ist, ich meine, wenn ihr jetzt mal bei den Smartphones schaut, das iPhone ist ein hammergeiles Handy, aber es ist natürlich auch sehr teuer. Und ich denke, der Preis rechtfertigt sich einfach, weil es nichts Vergleichbares gibt. Und ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr das Teil kauft,
Dann kauft es mit den Kappen mit, also entweder die Lab oder die Wave Edition. Ich werde euch zu allen drei, werde ich euch einen Link reinmachen von Amazon. Das sind die billigsten mit inklusive Versand, die ich gefunden habe. Und genau, ja, mehr dazu im nächsten Video, wie ich das Teil im Wasser einsetze. Und also ich schwimme auf jeden Fall regelmäßig damit. Ich kann es auch euch empfehlen. Also ihr macht natürlich, ihr natürlich ist es kein Schnäppchen, aber ihr macht auch kein Geld kaputt, denn also nach 3 Wochen, ich habe noch keinen Unterschied gemerkt. Es läuft eigentlich immer besser im Training und ich werde dann auch noch nach einem halben Jahr einen Test machen, nach regelmäßigem Einsetzen, wie sich das Ding gehalten hat. Es sind auch noch ein paar Tipps zur Pflege in der Anleitung mit dabei und ich hoffe, euch hat das geholfen, wie gesagt. Ja, vielleicht investiert ihr jetzt einfach mal in ein Trainingstool anstatt in eine neue Wettkampfbadehose. Und das hat eben auch seinen Effekt. Und ich bin mir sicher, dass ihr euch damit verbessern könnt. Und ich bedanke mich nochmal bei der Firma Ameo für das Testgerät. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen, euch bringt es weiter. Ich verabschiede mich hier aus meiner Wohnung. Bis bald, euer Dominik. Ciao, ciao.